بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، كابيتل 6: Was über die Zurückhaltung beim Küssen während des Fastens gesagt wurde. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت und wir sagen letztens, dass ذكر heißt erwähnen oder erinnern, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. تقول وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحيى berichtete mir von Malik, dass er hörte, dass Aisha, die Frau des Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm, erwähnte, dass der Gesandte Allahs Segen und Frieden auf ihm, beim Fasten zu küssen pflegte. Und sie sagte, und wer unter euch ist fähiger, sich zu beherrschen, als der Gesandte Allahs Segen und Frieden auf ihm? Qala Yahya, Qala Malikun, Qala Hisham. Qala heißt sagen. Ibn Urwa, Qala Urwatu, Ibn Zubair, Lam ara al-Qublata lis-Sa'im, tad'u ila khairin. Yahya berichtete, dass Malik berichtete, dass Hisham ibn Urwa sagte, dass Urwa bin al-Zubair sagte. Hier fehlt, glaube ich, Ibn. Wallahu alam, was Sohn bedeutet. Ich denke nicht, dass das Küssen für jemanden, der fastet, zum Guten einlädt. Im nächsten Hadith, وحدثني عن مالك عن زيد ابن أسلم عن عطاء ابن يسار أن عبد الله ابن عباس سئل. Das kommt ein bisschen später. Su'ila kommt eigentlich von Sa'ala. Und hier merkt ihr wieder, drei Buchstaben, alle haben Fetha. Sa'ala heißt Fragen. Su'ila bedeutet, wurde gefragt. Also das ist passiv. Su'ila an al-Qublati. Lissa'imi fa'arkhasa fiha lis-Sheikh. Wa kariha lis-Shab. Sheikh bedeutet nicht, also Hodja oder Lehrer oder so. Sheikh, also der Mann, der groß ist, erwachsen ist. Und Shab bedeutet Jugendlicher. Und berichtet wurde mir von Malik, von Zaid ibn Aslam, von Ata ibn Yasar, dass Abdullah ibn Abbas über das Küssen während des Fastens befragt wurde. Und er sagte, dass er dies für alte Männer zulasse, aber für junge Männer, missbillige. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. Und berichtet wurde mir von Malik, von Nafi', dass Abdullah ibn Umar das Küssen und Liebkosen für den Fastenden verboten oder verboten hatte. Hat. Im Kapitel 7, was über das Fasten während einer Reise gesagt wurde. Und hier wissen sehr viele nicht, was eigentlich mit Reise gesagt wird oder gemeint wird. Und das ist das Problem, wenn man in Büchern einfach nur liest und sein Wissen von den Büchern nimmt, dann denkt man, irgendwelcher ein Reisender. Der Reisende hat Schurut, der hat Bedingungen. Und beim Ramadan zu reisen, zu den Bedingungen gehört, dass man vor Fajr, also bevor man fastet, verreist. Ansonsten darf man nicht, oder hat man nicht diese Rukhsa, diese Erlaubnis, dass man sein Fasten brechen darf. Das ist sehr wichtig zu wissen. Und das ist bei Jumhur al-Ulama, also bei allen und bei Ahnaf vor allem, nur bei denen ist es erlaubt, dass wenn du auf der Reise bist, also nachdem du dein Land verlassen hast, deine Stadt verlassen hast und deine Reise ca. 85 Kilometer ist, was 3 Tage so ungefähr gerechnet wird, wenn diese Bedingungen vorhanden sind, kannst du während du auf der Reise bist, während du auf dem Weg bist, dein Fasten brechen. Und wenn du wieder zurückkommst in dem Land, dann musst du wieder im Sarg machen, also weiter fasten. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحيى berichtete mir von Malik, von Ibn Shihab, von Ubaidillah ibn Abdullah
ibn Utba ibn Mas'ud von Abdullah ibn Abbas, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, im Jahr der Eroberung während des Ramadan nach Mekka aufbrach. Also sein Watan ist dann Medina geworden. Und wenn er dann nach Mekka geht, obwohl eigentlich das sein Land ist, ist er als Reisender gegangen. Während des Ramadan nach Mekka aufbrach und dabei fastete, bis er Al-Qadid erreichte, ein Ort. Dann brach er das Fasten. Und so taten dies auch alle anderen. Die Leute früher handelten nach dem, was der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, zuletzt getan hatte. Also die hatten eine Meleke, eine Gewohnheit bei, wie soll ich die Regel herausholen. Im nächsten Hadith, وحدثني عن مالك عن سمية مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض bedeutet einige أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أمر bedeutet befehlen الناس die Menschen في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من حر ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. Und berichtet wurde mir von Malik, von Sumayya, dem Maula, von Abi Bakr ibn Abdurrahman, von Abi Bakr ibn Abdurrahman, von einem der Gefährten des Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, den Leuten befahl, auf der Reise, die er im Jahr der Eroberung unternahm, das Fasten zu brechen. Indem er sagte, lasst eure Feinde euch stark vorfinden. Jetzt, er hat ihr einen Befehl gegeben. Achtet, wie die Sahaba reagiert haben. Während der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, weiter fastete. Also er hat eine Tat gemacht und hat etwas anderes befohlen. Jetzt, wie soll man da angehen? Soll man seine Worte, also sollte man seine, auf seine Wörter hören? Oder auf seine Taten. Und da gibt es öfters in Usul al-Fiqh Khilaf, Meinungsunterschiede. Was stärker ist. Während der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, weiter fastete. Abu Bakr sagte, dass derjenige, der ihm dies erzählte, sagte, ich sah den Gesandten Allahs, Segen und Frieden auf ihm, indem er in al-Arsch Wasser über seinen Kopf aus Durst oder wegen der Hitze goss. Also hier will man sagen, dass der Tag richtig heiß war und anstrengend war. Daraufhin sagte jemand zum Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, O Gesandter Allahs, eine Gruppe von Leuten hat weiter gefastet. Das bedeutet, eine Gruppe hat auf den Befehl gehört und eine andere Gruppe hat gesagt, nein, wir hören oder wir tun das lieber, was er macht. Das ist besser. Wie du es getan hast. O Gesandter Allahs, eine Gruppe von Leuten hat weiter gefastet, wie du es getan hast. So dann sagte er, als der Gesandte Allahs Segen und Frieden auf ihm, dann bei Al-Qadid war, bat er um eine Trinkschale und trank. Daraufhin brachen alle das Fasten. Damit diese Ta'ifa, diese Gruppe, das macht, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam macht. Weil die eben durch seine Taten gehorchen. Und das ist schon einmal passiert. Als die nach Mekka angekommen sind, hatte auch Allahu Alam befohlen, dass die, oder das erzähle ich euch später, inshallah, ein andermal. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس ابن مالك أنه قال سافرنا und hier noch ein Verb سافر verreisen مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعيب فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرِ عَلَى الصَّائِمِ Und berichtet wurde mir von Malik, von Humayd al-Tawil, dass Anas ibn Malik sagte, einst reisten wir im Ramadan mit dem Gesandten Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm, und diejenigen, welche fasteten, tadelten,
noch tadelten die Fastenden diejenigen, die fasteten. Im nächsten Hadith, وحدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه أن حمزة ابن عمر ابن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في السفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. Yahya berichtete mir von Malik, von Hisham ibn Urwa, von seinem Vater, dass Hamza ibn Amr al-Aslami, einem zum Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Gesandter Allahs, ich bin ein Mann, der fastet. Darf ich auf Reisen fasten? Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Wenn du möchtest, kannst du fasten. Und wenn du möchtest, kannst du das Fasten brechen. وحدثني عن Malik, عن نافع, أن عبد الله ابن عمر كان لا يصوم في السفر. Und berichtet wurde mir von Malik, von Nafi', dass Abdullah ibn Umar auf Reisen nicht zu fasten pflegte. Im letzten Hadith, وحدثني عن Malik, عن هشام ابن عروة, عن أبيه, أنه كان يسافر في رمضان, ونسافر معه, فيصوم عروة, ونفطر نحن, فلا يأمرنا بالصيام. Und berichtet wurde mir von Malik, dass Hisham ibn Urwa sagte, er, mein Vater Urwa, reiste mit uns im Ramadan. Dabei fastete er, während wir das Fasten brachen. Und er befahl uns nicht, dass wir fasten sollen. Und hier bleiben wir inshallah stehen. Rabbana afina wa afu anna wa ahfazna bi asrar al-Fatiha.